Moin, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Mythisch Plus. Heute in der Mechagon-Werkstatt unterwegs. Nur auf Stufe 14, aber ich dachte mir, wir gehen trotzdem mal rein in ein Video. Ja, weil ich Mechagon-Werkstatt hier auf meinem Kanal noch nicht aufgenommen habe. Und hier gibt es ja auch die ein oder andere Fähigkeit, die vielleicht der ein oder andere von euch nicht so ganz verstanden hat. Hier am Anfang sind so Roboter, ja, die schießen komische Sachen und die Kasten detonieren. Das kann man auf jeden Fall kicken und auf jeden Fall auch nicht reinlaufen in Pfützen. So wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, wäre auch auf jeden Fall vom Vorteil. Ansonsten können die nicht viel, die springen so ein bisschen rum und das war's eigentlich auch schon. Detonieren, wie gesagt, auf jeden Fall kicken, ganz wichtig, macht AOE-Schaden. Und ansonsten, der Rest ist nicht weiter schlimm. Hier fahren wir mal so Zahnräder rum oder was das ist. Die machen aber nicht viel. Okay, da müssen wir kurz dodgen. Hier kann man wunderbar seinen Asharaborn der Macht übrigens einsetzen. Denn dieses RP hier, also diese Dialoge, dauern so ca. 20 Sekunden. Nachdem die spawnen, geht's jetzt los. Perfekt für meinen Double on Use, ja. Ein Traum von Magier. Von Magiern. Und dann auf jeden Fall hier hinterstellen, denn der maximale Schub kommt hier hin und dann, ja, halt dahin stellen, damit der da auch direkt dahin geht und nicht irgendwo da hinten hin. Dann haben es die Midis schwerer da hinterher zu kommen. Danach bleibe ich immer gerne stehen, weil ich es kann, ja. Der macht dann böse Sachen mit euch, aber gar kein Problem. Sonst macht er nicht viel. Dann kommt der Düsenstrahl. Da können wir nicht viel machen als CD, einfach Max Range, ja. Aber den AOE-Schaden kann man nicht wirklich verhindern. Den muss der Tank einfach wegheilen. Und ja, dann gehen wir schon mal weiter. Ja, hier kommen dann wieder die Räder. Einmal nach innen und dann nach außen. Jetzt kommt wieder der maximale Schub. Wenn möglich immer in den Boss reinziehen. Das hat jetzt hier nicht so gut geklappt. Gar kein Problem. Der Tank übrigens, der tankt den Gnominator G800 nicht. Nein, der zieht die ganze Zeit den Platinprügler hier im Kreis herum. Und was er macht, einmal da an diesen Hammer muss er hin, einmal da und einmal da. Eigentlich halt nur dreimal, aber hier sind vier Hämmer. Da kommt dann so eine Zone auf dem Boden hin und da muss quasi der Platinprügler reingezogen werden. Denn sonst, ja, tut es weh, beziehungsweise man macht dann keinen Damage auf den Platinprügler. Und das will man ja nicht. Jetzt kommt wieder der maximale Schub, ja. Healer hat hier irgendwie ein bisschen zu tun mit den Healen. Von diesen Zahnrädern hier kann man sich ruhig auch treffen lassen, sollte man natürlich verhindern, aber das macht nicht groß tödlichen Schaden, zumindest nicht. Und ja. Damage ist hier gerade echt ein bisschen bad. Ich glaube, ich pumpe hier nochmal ein zweites Onius rein. Alrighty. So, dann hier, ja. Ganz außen solltet ihr auch nicht hingehen, da werdet ihr dann zurückgestoßen, so wie ich es gerade wurde. Und der Platinprügler, den werden wir jetzt mal töten. Auf den habe ich keinen Bock mehr. Okay, da die Mechagon-Armschienen benutzt. Ach ja, genau. Warum will man hier in den Dungeon rein? Ganz klar, als Magier die Mechagon-Armschienen vom Endboss. Und außerdem können ja auch Ringe troppen, die sehr stark sind, wenn sie denn Corrupten oder zumindest Sockel haben. Und ja, es droppt ja auch noch ein guter Gürtel für Magier. Ist auch gar nicht schlecht. Und deswegen sieht man hier viele Magier in der Mechagon-Werkstatt. So, dann hier mal runtergerollt und dann gehen wir hier durch. Der Taure passt auch hier durch, keine Sorge. Ganz easy Sache. Dann gehen wir hier runter. Und dann haben wir hier den Müllverarbeitungseinheit oder die Müllverarbeitungseinheit. Und die kann auch nicht viel. Die macht so einen Mechabohrer und noch irgendwas anderes. Werden wir gleich sehen, ja, hier. Moment. Müll verarbeiten, genau, da ist so eine Zone, ne, das geht auf den Tank und der Megabohrer, das ist dann eine AE-Fläche, da bitte nicht drinnen stehen als Melee und generell mit keiner Klasse. Und ja, das war's schon von der Kreatur, sonst hat die keine Fähigkeiten mehr. Eine Tank-Ability, die auf den Tank gehen, die man einfach gegen ihn muss und der Rest, ja, ist leicht, einfach ausweichen. 3, 1. Dann gehen wir hier in den Obelisk rein, ich habe jetzt leider keine Combustion ab. Ist aber gar kein Problem.
Dann haben wir hier die unersetzlichen Fleischmonster. Die machen immer so Fleisch zerfetzen auf dem Tank. Oder auf das hier, was gerade Aggro hat. Und ja, mehr können die eigentlich auch schon nicht. Die hauen halt den Tank gut kaputt, diese kleinen Viecher. Das war's dann aber schon. Und dieser Boy hier, der macht immer ab und zu so eine Fläche auf zwei oder drei zufällige Spielercharaktere. Und die haben dann einen Kreis um sich und die werden dann gefiert. Da kann man nicht viel gegen machen. Jetzt seht ihr es hier, drei Spielercharaktere haben einen Kreis um sich. Die werden dann sofort gefiert. Die sind dann kurz 3 Sekunden out of game, kommen dann aber wieder zurück. Und ja, kann man leider nicht ausweichen, kann man nicht verhindern. Ist Zufall, wer es bekommt, da machst du nichts. Man benutzt mal hier diesen Mob, um quasi, ja, so Sachen zu skippen im Dungeon. Ist quasi der Schraut von Schurken für alle. Sagen wir, das ist ja die Massenunsichtbarkeit von Schurken. Dann haben wir jetzt hier den lebender Müll und die sind auch gefährlich durchaus. Die kann man aber Line of Sighten jetzt hier instabiler Abfall einmal hier hintergehen. Dann bekommt ihr zwar Stapel von Platzend, aber kriegt nicht den Damage Buff selber vom lebenden Müll ab und das ist sehr gut. Okay, Wunderbärchen. Dann ab und zu diese kleinen Hunde machen so einen Cast, das ist dann dort auf einen zufälligen Spielercharakter, muss einfach weggeheilt werden, da kann man nicht viel gegen machen. Kann man glaube ich auch dispellen, hier wieder das Müll verarbeiten, wie gesagt, ist frontal auf den Tanky das immer, oder auf das Ziel, was Aggro hat und dann, ja, muss man dodgen. Da wurde noch der lebende Müll, oh, ein großer Pull, das wird jetzt gefährlich. Man sollte aufpassen, dass man den Müll möglichst zusammentötet. Ja, vor allem bei Platzend halt, denn sonst resettet man spät und dann könnte es tödlich werden. So, ich weiß gar nicht. Ich hoffe mal, der pullt jetzt den Boss. Das ist immer so ein bisschen Spekulationssache, was er jetzt als nächstes macht, der Tank. Aber Double on Use ist halt ein bisschen schwierig. Aber sieht so aus, dass er pullt und 5, 4... 3, 2, 1 und es geht rein. Please, hallo. Geh doch rein. 1. Gott, nicht der beste Pull. Hätte ruhig ein bisschen früher gehen können. Und wir haben unseren Meteor verschossen. Das sollte natürlich nicht passieren. Passiert mir aber manchmal. Das ist natürlich schlecht für unseren Schaden, ganz klar. Gar nicht gut, actually. So, dann gehen wir hier dahin. Man kann hier auch an der Kante weitercasten von der Kiste, ist mir mal aufgefallen. Ich versuch's mal gleich euch zu zeigen. Der Boss kann auch nicht viel, also für den Range halt nicht so viel, ne? Der läuft ein bisschen rum, macht so Kisten hin und jetzt kommt der explosive Sprung. Wenn ihr den auf euch habt, dann dürft ihr nicht in der Nähe von einer Kiste stehen, sonst macht ihr die Kiste kaputt, wenn er euch anspringt. Das bitte unbedingt verhindern, sonst ist es ein Vibe. Bei Flammen ablassen immer schön hinter der Kiste sein. Denn sonst seid ihr schnell tot. Jetzt konnte ich es euch wieder nicht zeigen mit der Kiste, aber gut. Außerdem macht er noch einen Debuff auf den Tank. Das muss der Healer dispellen. Wenn das der Healer nicht dispellt, stirbt der Tank und dann hat man auch einen Vibe. Hier jetzt weg von der Kiste, ganz klar. Weil, wie gesagt, der explosive Sprung zerstört diese Kisten und dann ist RIP. So, mal gucken, kann ich es euch jetzt zeigen? Nee, leider nicht. Der tankt den so scheiße. Aber man kann hier an der Ecke, wenn der Boss richtig steht, noch weiter casten und damagen, obwohl er den Cast gerade macht. Schade aber auch. Kann ich euch leider nicht demonstrieren. Zeit zum Spielen, ah ja. So. Kann ich jetzt das zeigen? Ja, seht ihr hier, so geht es. Da kann man noch weiter casten. Manchmal geht es schon klar, da kann man noch ein bisschen rein sabotieren als Magier. Das ist sehr, sehr nice. Muss man auf jeden Fall sagen.
Dann haben wir das auch geschafft. Dann kommt jetzt hier so eine kleine Movement-Krüppelfalle. Erinnert so ein bisschen an Nax Ramos von früher. Ja, das ist natürlich in einer ausgeprägten Form. Bisschen besser alles, aber ist so ähnlich. Wenn man hier ganz an der Seite läuft, so wie ich es gerade mache, dann kann man das Ganze hier bisschen schneller vorankommen als Magier. Außerdem kommen dann auch immer so Feuerteile raus aus diesen Löchern da. Da natürlich auch möglichst dann nicht treffen lassen. Oder kurz warten, stehen bleiben. Je nachdem, wie man möchte, ne? Ich frage mich gerade, wo die bleiben. Nicht genug Trash oder was? Sind nochmal zurückgegangen? Hallo? What the fuck, dude? Jetzt laufen meine Ach, das ist einfach zum Kotzen, dieses Double Onius. Hier wieder für sonst GG. Ja. Lass mal übernachten, ne Rundchen. Erstmal hier eine Verwandlung als Worgen. Geile Sache. Ja, Mann, erstmal markieren. Den brauche ich auf jeden Fall. Wir müssen erstmal hier markieren. Wir müssen erstmal noch auf einen Healer warten. Der hat anscheinend ist runtergefallen. Okay, ja gut. Also ich weiß nicht genau, was der macht. Der hat einen 2,5er Score. Plus 17er Freihafen gespielt, aber schafft es anscheinend nicht darüber zu kommen. Da sieht man mal wieder, was das hier für Profis sind. Wow, auch mal angekommen, geil. BL, ach so, ja gut. Ach stimmt, ich habe BL vergessen beim ersten Boss, Kekwelu. Ja gut, da war ich ein bisschen zu viel mit Tränen berechnet. Normal BL ich da immer, das stimmt natürlich. Schlecht gespielt von mir. Eigentlich will man hier nicht BL, das ist ganz klar. Das ist actually super strange, was wir hier jetzt für ein BL gemacht haben. Naja, gut, ist egal, passt schon. So, gut, diese Mobs hier, was können die? Nicht viel. Es gibt hier zwei Verteidigungsbot MK1 und Verteidigungsbot MK2. Ihr wollt auf MK2 gehen, weil der macht Kurzschließen. Das macht AOE-Damage für euren Healer, dass er nicht so viel healen muss. Deswegen so schnell wie möglich weg mit dem Mob. Dann, sonst machen die nicht viel, ne? Einfach tanken. Noch ein Debuff machen die, glaube ich. Ja, muss man einfach healen, dann ist gut. Dann kommt jetzt hier der Rumsatron X80, ja. Der gute mechanische Boy macht nicht viel. Hochexplosive Raketenfeuer, der ab. Das sind so rote Flächen auf dem Boden. Da auch wieder weggehen. Dann kommt die Schallwelle. Das macht ja eine beliebige Richtung oder eine Richtung vom Spielercharakter. Wenn ihr da drinnen steht, dann werdet ihr für 8 Sekunden zum Schwein gebracht. Ganz, ganz schlimm als Ranged-DD. Und dann kommt hier die Kondensatorenentladung. Da seht ihr auf dem Boden sind immer so, ist so eine freie Fläche. Und da dann bitte hinlaufen. Weil überall anders ist es blau. Und ja. Dann habt ihr es auch geschafft, kommt wieder die Schallwelle, wieder Sidesteppen, wunderbar, kein Problem. Und dann geht's hier entlang. Dann haben wir hier den Obelisk, die brutale Spitze von Nyalotha. Da können wir auch reingehen und dann dementsprechend das Ganze hier überspringen auch. Ihr wollt direkt hier schon mal durchlaufen, weil diese bösartiges Geschwür hier, die will man eigentlich nicht töten, wenn platzend aktiv ist. Und die sind auch nur zu einem gewissen Bereich nur da verfügbar. Und ja, ihr seht, hier sind keine Geschwüre mehr. Da muss man nur ein bisschen weglaufen, dann hat man seine Ruhe. Und diese Geschwüre bringen eh keine Prozente, von daher sind die absolut nutzlos. So, dieser Map hier macht den dunklen Furor. Ist so eine lila Fläche um ihn herum. Wenn ihr da drinnen steht, seid ihr eigentlich so gut wie tot. Dann macht er noch Geistbrecher, das ist auch sein aktuellen Tank. Das, Moment, was macht das? Erlittener Schaden um 100% erhöht auf den Tank halt dann oder auf sein aktuelles Ziel. Das müsste dann einfach gegen hier. Jetzt kommt wieder der dunkle Furor, ne? Ja, kein Problem. Raussteppen und gut ist. Und das macht er halt die ganze Zeit. Mehr kann der Mob nicht. Der läuft hier ein bisschen seine Spaziergänge und dann ist auch gut.
So, unser Krieger ist leider irgendwie gestorben, deswegen dauert jetzt das Ganze hier auch gerade wieder ein bisschen länger. Und Feuermage DPS ist einfach traurig, ja. Ohne Combustion. Ganz klare Sache. Ja, einfach hier ein bisschen versenkasten und dann ist gut. Wunderbar. Und dann haben wir es auch mal gleich geschafft nach 10 Jahren. Oder was ist hier mit unserem Damage los? Das ist ja mal absolut schlecht. Kann es gar kein zeigen, sowas hier. So, der Krieger. Okay, ihr müsst immer auch euren Tank achten, wann der rausgeht. Denn ja. So, kannst du mal bitte genau... Hier kommen mal so Schildgeneratoren. Da bitte nicht drinnen tanken, denn sonst machen eure DDs keinen Schaden. Und alles dauert länger. Dann kommt hier so eine geile Fähigkeit. Die könnt ihr als Magier Spellstein. Und ihr seht schon, ich caste richtig schnell. Und dann macht man nochmal ein bisschen mehr Damage. Da lohnt sich auch der Hardcast Flammenstoß. Ja, sonst können die Mobs sich viel Gigafis noch, wenn möglich, unterbrechen. Dann hier noch so Dots. Und dann sollte man jetzt eigentlich auf den Boss gehen, Kabi. Oder willst du hier reingehen, Kabi? Oder was willst du machen? Jetzt haben wir natürlich hier keine CDs, ne? Das ist aber gar kein Problem. Die kommen dann im Laufe des Kampfes irgendwann ab. Unser Damage wird jetzt natürlich wieder unterirdisch sein, das ist ganz klar. Kleiner Schnitt hier und da. Ja, was der Boss kann, der kann nicht viel. Der macht so eine unscheinbare Pflanze. Die möchte man fokussen als, ja, als Mage nicht unbedingt. Dann kommen hier so Flammenkanonen aus der Mitte. Muss man mitlaufen. Bitte nicht in den Strahl stehen bleiben. Denn der tut doch schon ganz schön weh. Dann ab und zu mal noch so blaue Flächen auf dem Boden. Die desorientieren euch für 8 Sekunden. Und dann kommen noch so ab und zu so Teile, die hier rumfliegen. Da natürlich möglichst auch nicht drinne stehen. Und das war eigentlich auch schon der ganze Bossfight. Jetzt kommt gleich wieder die Pflanze, ne? Der kann nicht viel. Der macht nur viel Stuff, wo man rausmoven muss. Da kommt wieder die blaue Pfütze. Nicht drinne stehen bleiben. Ihr seht, wunderbar gedodged allesamt. Wie junge Götter. Und dann benutzen wir hier unseren Font. Da ist wieder die unscheinbare Pflanze. Da direkt drauf gehen, ist ganz klar. Und dann hat es einen erwischt. Das ist natürlich auch traurig. Weiß nicht genau, wie man hier sterben kann. Dann kommen noch so rote Pfützen auch mal. Ja, hatte auch mal Lust. Auch einfach nicht drinnen stehen bleiben. Und dann ziehen wir mal hier jetzt unsere CDs und hoffen, dass der Boss mal jetzt gleich hier so langsam liegt. Wir wollen ja hier nicht ewig übernachten und wenn möglich auch noch in Time schaffen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Gut. Ein kleiner Schritt hier und ein kleiner Schritt da. So, dann, ja. Versenk-Spam ab 30%. So läuft die Rote beim Feuermagen. Ja, da hinten ist wieder die Pflanze. Auf die switche ich jetzt aber nicht. Darauf tickt schon mein Ignite. Das ist vollkommen ausreichend. Oh, da habe ich mich treffen lassen. Das war nicht so gut. Aber solange euch nicht von den roten Strahl treffen lasst, ist eigentlich alles safe soweit. Und ja, schön versenkspam und dann ist gut. Ein kleiner Schritt hier und ein kleiner Schritt da. Ja, und dann liegt der Boss auch, wenn auch mit mehreren Toten. Ich weiß nicht genau warum. Normalerweise stirbt hier fast nie einer, aber... Jetzt sind mal welche gestorben, man kann nicht immer nicht sterben. Ja, auf die Pflanze gehe ich jetzt bestimmt nicht mehr. Einfach den Boss killen. Okay, wir scheinen den Blub am Ende zu spielen. Man kann jetzt dann den Obelisken natürlich noch so spielen, aber... Der Plan vom Tank ist wohl folgender. Wir machen den am Ende mit dem Boss. So, die Schallwelle hier zweimal machen die Mobs. Ist der gleiche Mob wie vorhin, nur zweimal halt, wenn man die zusammenpult. Und ja, die sollte man auch zusammenpullen, ist zeitintensiver oder nee, effektiver, zeiteffektiver, nicht intensiv. So, jetzt, ja, geht's weiter. Der Spinnenpanzer macht sonst nicht viel, außer die Schallwelle, um die Ranges abzufangen. Wo macht er das hin? Nochmal, einfach auf einen beliebigen Spieler und dann müsst ihr einfach sidesteppen, sprich rauslaufen.
So, es sieht so aus, der will doch den Obelisken spielen, oder? Der läuft schon da so hin. Yep. Er will doch den Obelisken spielen, das ist natürlich interessant. Dann wohl doch nicht mit Boss, gar kein Problem. Wir sind ein bisschen langsam hier als Magier unterwegs, ne? 2-1. 2-1, geile Sache. Und dann geht's hier rein. Dieser Blub ist super nervig. Und falls ihr Range seid, oder sprich, wenn ihr Tank seid, tankt bitte den Blub in der Nähe der scheiß Gedankententakel hin und zieht ihn nicht da raus. Weil dann machen Mages, sonst wäre der Blub jetzt schon auf 50% und nicht auf 70%. Ist absolut zu zum Kotzen mit den Tanks, wo die immer mit denen hinlaufen. Aber ihr wollt halt zuerst da oben die Gedankententakel in die 4 Stück killen und dann den Blub. Bei Mages ist halt nur so, ne, man kann halt den Blub fokussen mit Combustion, dann verbreitet sich das Ignite ja auf die Tentakeln. Aber das checken die ganzen Tanks nicht und darunter leidet dann halt auch der Feuermagier-Damage, das ist ganz klar. Es ist schade, dass auch Feuermagier so tankabhängig ist, was den Damage auch betrifft. Deswegen werden Feuermagier auch nicht so gerne in Random Keys mitgenommen, sondern lieber die guten alten Dämonenjäger und die Schurken, ne? Das mögen doch alle die Schurken. Jetzt haben wir noch hier 10 Minuten 28. Es wird schon knapp, aber auf jeden Fall schaffbar. Wenn wir jetzt hier uns keine Fehler mehr erlauben. Und Gigafist wollen wir mal unterbrechen. Und wir scheinen hier 4 Mobs zu pullen. Ja, ihr seht schon, da sind über die Schildgeneratoren. Bitte rausziehen. Sonst machen eure DDs keinen Schaden und dann dauert alles länger. Man kann diese Schildgeneratoren auch töten. Allerdings ist das auch Zeitverschwendung. Und wir haben noch einen 5. gepult. Cool. Wenn ich das mal vorher gewusst, hätte ich meine Combustion für diesen Pull gesaved. Das kann man aber nicht vorher wissen. Weil, ja, wir scheinen jetzt auch noch zu sterben. Der Tank hat Bock zu sterben. Super geil. Oh Mann, ey, please. Kriege ich hier noch was down? Come on. Kurz lesen, komm, den kleinen kriege ich doch noch down. Kriege ich den großen auch noch down? Das wäre wünschenswert. Kurz schließen, okay. Ah, help. MVP hier mal wieder am Start, ne? Man kennt ihn, den Godmage Kaiter. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt auch genug Prozente. Wir haben die 5 Mobs gebraucht, das ist schon richtig, nur ich hatte halt keine CDs. Deswegen auch nicht so geil. Okay, ich glaube, ich werde hier meine CDs einfach mal reinhämmern, ja. Jetzt haben wir hier die Spinne quasi und die kann auch nicht viel. Die castet die ganze Zeit nervige Casts und drum ihr herum sind so komische Insekten, die auch böse Dinge machen. Die explodieren mal, dann natürlich wieder rausgehen aus der grünen Fläche. Ist so ein Kreis, sieht man eigentlich ganz gut. Und dann macht die Spinne 2 Casts, Fluch der Zweifel, den könnt ihr im Zweifel dispellen, sollte aber unterbrochen werden. Und dann müssen wir erstmal hier moven. Wir wollen ja mit den Boys skippen. Und dementsprechend hier einmal hochlaufen und nicht mehr Damage machen. Und ja. Dann warten wir hier, bis der Boy hier ist. Kicken wir zweimal. Und dann haben wir auch diesen Obelisken erfolgreich zerstört. Und dann stehen wir jetzt hier vorm Endboss.
6 Minuten ist genug Zeit. Wenn wir jetzt allerdings hier vipen, dann ist es Ripki. 1. 2, 1. Geil, Digga. BL benutzen wir dann, ihr wisst schon wann. Wenn der Boss der richtige Boss rauskommt, das ist hier nur der erste Boss. Der erste Boss, ja, die Lufteinheit, die kann nicht viel, die macht einen Gigaschock auf den Spieler. Abgesehen davon rekalibriert hier auch immer mal noch, da fliegen die Teile rum, da natürlich ausweichen. Gigaschock geht immer auf einen Spieler, ihr solltet möglichst das alleine nehmen, der eine Spieler, auf den es ist. Und nicht irgendwie durch 5 Spieler durchhämmern, das ist suboptimal und das führt dann auch zum Vibe. Gut, das war es eigentlich auch schon zu der Taktik. Viel mehr kann er nicht. Für einen Tank müsste gar nichts machen. Er macht halt nur Auto-Hits auf den Tank. Das war es dann auch schon. Ach ja, Impulsschlag macht er auf den Tank. Das ist aber nicht. Ist nichts Schlimmes. Muss man nichts drauf achten. Einfach ist einfach Damage. Muss einfach weggehielt werden. So, Gigaschock wieder auf den Russenschurken. Ne, ihr seht, der hat das schön da hinten. Schön rausgetragen, sodass es nicht zum Beispiel auf mich geht. So müsst ihr es auch spielen, dass es auf keinen anderen trifft, sondern nur euch. Dann kommt hier der Schneidestrahl, der visiert einen an. Und hier war es jetzt gerade so reich. Der verfolgt euch halt und dann einfach wegrennen, wenn ihr davon betroffen seid, ist klar. Rekalibrieren, immer schön ausweichen. Sonst sterbt ihr hier wie der Schurke. So, und dann müssen wir jetzt mal hier unsere Feuerschläge sparen. Asharas Bomb, der macht sofort benutzen. Ja, genau jetzt. Jetzt kommt nochmal der Abflug. Zusehen, dass wir ihn schnell töten. Dann haben wir jetzt Phase 2. Dann werdet ihr einmal für 7 Sekunden erstmal betäubt. Weil der muss erstmal da seine Geschichten erzählen und sein Riesending rausholen. So, dann haben wir jetzt hier BL. Ach du Scheiße, das war natürlich jetzt bad. Ja, kein Problem. Müssen wir einmal hier mit Versengen improvisieren. Das war jetzt nicht die beste Combustion Phase, muss ich ganz klar zugeben. Das war richtig schlecht gespielt. Ja, sieht man auch an meinem Damage. Der ist richtig bad, actually. So, dann kommt hier der Magnetarm. Da wird alles magnetisch und der zieht euch ran. Umso näher ihr an den Magnetarm dran steht, desto mehr Damage kriegt ihr. Heißt, einmal bitte gegenlaufen, dann ist hier der Gigaschock wieder. Da geht immer auf 3 Spieler nacheinander, immer auf unterschiedliche Spieler. Und der Trick hierbei ist, dass ihr halt immer so steht, dass ihr keinen anderen Spieler damit trefft. Und dann ist das auch geschafft. Und dann ist der Omega-Brecher auch gleich tot. Dauert nicht mehr lange. Rekalibriert wird natürlich trotzdem weiterhin. Der Monk-Tank steht hier auf Range. Das solltet ihr nicht machen. Auf jeden Fall viel weiter vorne stehen. Hier machen wir hier so zur Seite raus. Ja. Okay. Einmal hier ein Schild. Und dann hier versengen weiter spam. Meine Damage ist. Mein DPS ist gerade echt schlecht. Also ja. Da habe ich echt hart rumgefailt mit meiner Combustion. So, hier nochmal ein Meteor rein. Und dann zum Abschluss kommt König Mechagon ja nochmal raus. Der selber macht nichts, einfach tanken und gut ist. Der hat keine Fähigkeiten außer Auto-Hits. Und dann habt ihr den Dungeon souverän geschafft. Und sind hier die hyperfahren Gelenkbänder drin? Bitte, 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 bitte. Ach, so eine Scheiße hier. Wieder so ein Schmutz gelootet. Ah, Digga, also wir finden hier wohl nie die Mechagon hyperfahren Gelenkbänder drin. Wir laufen wohl für immer mit 415 rum. Schade aber auch. Gut, das war's hier von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne supporten mit einem kostenlosen Abonnement. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut da rein. Ciao, ciao.